Aber machen wir mal weiter. Damit ich noch ein paar Folgen heute schaffe, weil es gibt genug zu spielen. Es gibt immer was zu tun. Danke, Micha, nochmal für Bits. Aber so werden wir den Hype-Train nicht mehr packen. Hä? Warum kann der denn plötzlich eine Last von 36 tragen? Ach so, weil er die Erweiterung nicht hat. Nee, der hat von vornherein 36. Was stimmt mit dir nicht, Junge? Ach so, weil der durch den neutralen Torso, durch das Exoskelett, doppeltes Gewicht tragen kann. Ah, Level 2 Hype Train. Gebt mir eure Kohle, weil ich gestern $180-Deal für Sponsored Stream nicht geschafft habe. Darf ich überhaupt den Wert sagen? Ach, es war schon ein bisschen schade. Gut gemacht, neue Emotes werden freigeschaltet. Der Blinde gerade auf einem Auge, weil ich es gerieben habe. Ich war über 111 Zuschauer, aber es ist Durchschnitt 111 Zuschauer verlangt worden. Ich habe auch das Gefühl zurzeit, das zieht alles ein bisschen an bei diesen Deals, auch bei Twitch, dass die etwas höher gehen. Also normalerweise wird es ja berechnet an den Durchschnittszuschauern. Aber inzwischen ist es irgendwie so, dass das alles ein bisschen hochgedrückt wird. Vorher war es immer so, dass eigentlich ganz gute Werte bei mir getroffen wurden, die ich auch erreichen kann. Ach, die neue Animation, weil ich mit dem neuen Jericho-Ding lande. Du wirst ganz viele Feinde entdecken, wir müssen uns aber so stellen, dass wir den platt machen. Und schön, dass ihr jetzt euren Choo-Choo-Train-Emote habt. Sind jetzt auch wieder über 200 Abonnenten. Das variiert ja immer wegen den Prime-Subs auch. Und auch natürlich, Abonnenten-Subs laufen immer aus. Also auch die Geschenks-Subs laufen immer mal ein paar aus. Aber im Schnitt werden wir mehr. Ist immer schwierig, das ein bisschen nachzuhalten. Vor allem, weil ich ja auch meine Assi-Tage habe. Meine freundlichen Tage. Tja, du müsstest eigentlich einen anderen Torso haben. Das habe ich aber jetzt erst vorhin rausgefunden. Na, wollt ihr ein kleines Ei haben? Sehr gut. Bleib so.
Bringt sich nicht, es bringt nichts, sich mit den anderen anzulegen. Ach, ich mag die kleinen Icon-Thronen. Icons für Icons-Kronen. Ihr wisst, was ich meine. Muss mal wieder die Leute einfärben. So, ich speichere kurz, weil jetzt geht's um die Wurst. Und weil ich auch Angst hatte, dass der Granatwerfer wieder in sich selbst reinschießt. Die Runde tut nur dem Feind weh. Jetzt. Ich probiere auch ein bisschen was zu deaktivieren, weil kann ja sein, dass ich auf die Blutung zählen muss. Kurz warten. Keine Fehler machen. Ich muss auf die Bewegung ein bisschen achten. Jetzt. Ich habe die Todesmarkierung gemacht. Deshalb, das wird ausreichen. Deshalb, ey. Dass sie... Also, ich hätte bis jetzt... Ich hätte auch schon als Entwickler am Anfang gesagt, okay, wir müssen die Zitadelle ein bisschen anpassen. Weil das ist halt so, ist das Unsinn. Du brauchst nur genug Feuerpower, eine gute Positionierung direkt nach der ersten Runde und dann schießt du halt die Königin kaputt und dann hauen ja alle anderen ab. Im Vergleich zu der Brutkammer ist das einfach Pillepalle. Und die Brutkammer ist einfach totale Abfuck-Scheiße. Das will keiner machen. Das ist wirklich Game Design-Kacke. Thank you.
Ich kann mit dem nicht scannen, weil wenn ich in den Hinterhalt komme, stirbt mir der eine Soldat. Alles Elite-Einheiten von dem. Da unten wird wahrscheinlich eine Synedrion-Basis sein. Dann könnt ihr aber ganz zur Seite schicken und könnt ihr hier einen Gebietsscan machen. Damit wir da runterkommen. Irgendwann. Da seid ihr eh verloren. Und ihr seid auch verloren. So, Gebietsscan erkennt ab sofort Pandora-Kolonien. Ah, schön. Die Rattlesnake-Geschütztürme. Und die Enforcer. Machen wir erst zweimal die Enforcer. Puh, 52 Tech, ey. Kann ich mir gar nicht leisten gerade. Jedenfalls nicht sofort. Schwere Waffen wiegen mehr und werden in Hüfthöhe gehalten. Das ist wichtig, falls du schießt, während du hinter einer niedrigen Deckung stehst. Eigentlich eher, wenn du schießt und hinter einer hohen Deckung stehst. Weil du damit dem Granatwerfer in die hohe Deckung reinschießt und dich selbst verletzt. Weil dein Soldat einfach dämlich ist. Wie kann man das als Tipp schreiben? Es ist ein Game Design Fehler, dass der Soldat zu doof ist, an der Deckung vorbeizuschießen. Right there. Ach Junge, jetzt ist er stehen geblieben und nicht aufs letzte Feld gehüpft. In die Deckung rein, weil der wieder einen Feind gesehen hat, ey. Das ist auch eine Sache, wo du einfach nur denkst, jetzt steht der nicht in der Deckung, weil der nochmal jemanden gesehen hat. Anstatt, dass der einfach durchgeht und jetzt kann ich den nicht mehr bewegen. Das finde ich auch, das ist kein... Ah! Oh. Das kann doch nicht beabsichtigt sein. Das sind Soldaten, keine Pussys. Denk an dein Herz, Puff. Du willst doch noch in 2 Wochen leben.
Könnte sein, dass das jetzt wirklich kacke laufen wird. Müsste deswegen so eine Scheiße Truppen zusammenrufen nutzen. Das ist auch ein... Also ich würde das wirklich mit dem... Dass sie es stoppen und jemanden sehen. Das würde ich auch als Fehler sehen, weil es ein Berechnungsfehler ist. Normalerweise geht der, versucht der den Schritt zu machen, sieht dann aber jemanden und stoppt. Also macht, verschwendet der ja nicht die Zeiteinheit. Aber dann berechnet der irgendwas da rein, weil der sich irgendwie Millimeter nach vorne bewegt hat. Es müsste eigentlich sein, der Code wird verkehrt rum ausgeführt. Es müsste ja sein, du gehst einen Schritt vor und auf dem nächsten Hexfeld, wo du bist, Hexfeld sei auf dem nächsten Quader, wo du bist, würde dann berechnet werden, okay, was sieht er jetzt? Und dann geht er aufs nächste Feld, was siehst du jetzt, was siehst du jetzt, was siehst du jetzt, was siehst du jetzt und so weiter und so fort. Stattdessen macht er ja wirklich, er ist ein Viertel Hexfeld drüber gelaufen. Stopp, ich habe irgendwas gesehen, ich bleib doch in Feld 1. Aber es wird trotzdem was abgezogen von den Aktionspunkten. Und deshalb ist das scheiße. Das ist gameplay-technisch scheiße gerade. Ja. Oh, es lädt die Gans. Ich kann das Spiel nicht verurteilen komplett, aber es hat einfach so ein paar Sachen. Was man einfach abfuckt, ey. Du hast hier nicht das Problem des 95% Treffsicherheit und du verfehlst wie bei XCOM. Du hast einfach das Problem, dass das Spiel manchmal dich verarschen will. Bei irgendwelchen merkwürdigen Handlungen. Und ja, der Scylla ist zu mir geruckelt, weil, ich verstehe es auch nicht, manchmal ist, wenn Feinde durch Physikobjekte laufen, läuft alles ganz normal und smooth und dann plötzlich ist das so, als wenn ich auf dem 486er spiele. Aber das ist wahrscheinlich, weil die Engine ein bisschen zu sehr ausgereizt haben und nicht genug anpassen konnten. Ja, es ist ansonsten wirklich gut. Auch mit den Angriffssachen. Aber da finde ich einfach, du visierst irgendwas an. Das finde ich auch irgendwie ganz schlimm bei dem Spiel. Und der Gegner bewegt sich ja immer so ein bisschen, ne? Damit das alles nicht so starr wirkt. Wenn er irgendwo steht. Und dann verfehlst du den Gegner, weil der gerade, keine Ahnung, sich den Arsch kratzt. Kriegst du auch. Denkst auch so, boah, das kann doch nicht wahr sein. Mein Soldat ist zu doof nachzujustieren, wenn du ein Körperteil anvisierst. Das hätten sie übrigens auch wegmachen können, wie in der Demo, die sie früher gezeigt haben, dass du kein freies Anvisieren machst in Form von, okay, ich schau halt mit dem Kreis, wohin ich schieße, sondern ich habe halt eine Anvisierung der Körperteile. Und kann die Körperteile durchschalten als Ziel. Das wird es auch einfacher machen, das Spiel später auf Konsole zu portieren, glaube ich. Weil die Vorteile durch dieses freie Zielen sind echt minimal. Klar, du kannst ins Nichts reinschießen, aber wie häufig passiert das bei mir zum Beispiel? Wie häufig ist es passiert, dass ich zum Beispiel einen unsichtbaren Gegner, der eh für den Arsch ist, wenn du den nicht sofort tötest oder dem deine Fähigkeit wegmachst, dass ich dann da stand und gesagt habe, ey, yeah, cool, guck mal, ich habe jetzt diesen unsichtbaren Gegner getroffen, weil ich wusste, wo er steht in etwa.
Oder ich wollte mich jetzt durch diese Wand hier schießen mit meinem Granatwerfer. Obwohl Granatwerfer wäre ja immer noch frei. Oder mit meiner Waffe. Das machst du nie. Es ist nicht so verankert im Gameplay, dass du das machen musst. Es hört sich so böse an, aber es ist halt nicht böse gemeint. Wenn es weitergehen würde, alle sind in Panik. Unsere Königin ist tot. Alle auf die Königin. Sie hat neue Löcher zum Begatten. Did you know that a lifetime ago, I was part of the Phoenix Project? When the mist came, I waited and waited to be activated, but the call never came. I thought I'd been abandoned. I didn't understand how bad things were at Phoenix Point, but without Tobias, I would have died. People think he's some kind of dictator, and I understand why. He has a vision and the means to realize it. We're not used to that kind of power, but power is exactly what we need in order to win this war. Speaking entirely for myself, an alliance between the Phoenix Project and New Jericho would bring together everything I've ever believed in. Please think about it. Neu Jericho ist der Weg in die Zukunft. Then I'm sure you will accept this little contribution from a former operative. Danke, das können wir sogar wirklich gebrauchen. You seem to be genuinely on our side. And everyone here at Synedrion really appreciates that. Please understand that we are cautious with organizations such as the Phoenix Project. Not because we're trying to be obstinate, but because we've had some pretty terrible experiences that we'd prefer not to repeat. You know that I have high hopes for an alliance between the Phoenix Project and Synedrion. So my advice is this. What would be really helpful right now would be a more direct demonstration of your support. That could really win some hearts and minds. Aber bin ich Angst, dass ich Doom nicht bekomme. At this moment, we have a couple of really important projects running. The sort that could actually change the future. Like improving our mist-repelling tech, which may allow us to peacefully coexist with the new ecology. Or deploying a new breed of modified plant to help us reclaim the planet for ourselves. Believe me when I say we've had a lot of debates about which approach is better, and there are some pretty opinionated factions forming. In any case, we're lacking enough people to support both projects at once, and it's a bit of a deadlock. Letztes Mal habe ich die Nebelabwehranlagen genommen. That would mean a lot. Also werde ich das mal die Kontrolle über das Ökosystem übernehmen. So, you're more on Nikolai's side of this debate, are you? He's one of the Terraformers, the faction that believes in, well, I suppose you could call them radical humanists. They believe we should be unafraid to seize power for the people, to assert the supreme value of human life and civilization. Zara, on the other hand, oh dear, I'm involving you in Synedrion drama, aren't I? My apologies. Good luck with the mission. Für die Phoenix-Basis in Nordamerika. In 4000 Jahren. Gerne. Mhm.
Genau. Hm? Mein Gott, Ferneinsatz war wirklich erst ab Rang 6. So, da kommen wir nicht hin. Ja, du bist auf dem Weg, den Scan zu machen. Dann fliegen wir mit euch hier so halb rüber. Obwohl, da habe ich noch Fragezeichen, die sind nicht im Nebel. Ich habe ja damals die Nebelmission nicht gemacht, weil die halt ein bisschen schwieriger sind. Nahkampfsoldat. Ich brauche Ressourcen. Haven destroyed. Ah, da ist die Mission für Synedrion. Oder Synedron, wie auch immer. Panzerbrechende Munition. So, hat eine gentechnisch veränderte Pflanze erschaffen, die gegen das Pandora-Virus resistent sein könnte. Im Erfolgsfall könnte dieses Experiment der Menschheit helfen, den Planeten zurückzuerobern, indem sie ein neues Ökosystem schafft, wie die Fraktion, die als Terraformer bekannt ist, es sich wünscht. Doch bevor dies geschehen kann, muss die Pflanze in freier Wildbahn getestet werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen unsere Soldaten die Samen an den Koordinaten einpflanzen, die wir erhalten haben. Ah, wir sind einfach nur Bauern. Warum ein bisschen Farbe? Die Biene. Steche wie eine Biene. Ach, was doch immer. Au. Boah, ich kann heute auch nicht sitzen, ey. Heute ist komisch. Tanze wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Und lass sie am Bauch kraulen wie ein Tiger. Miau. Platziere 4 modifizierte Samen. Geil, ey. Ich glaube, was muss ich für das Schild damals machen? Keine Ahnung. Und warum sehe ich nur 3 Punkte? Ah ne, da oben sind 2 mehr. Target detected. Moving out. Target detected.
Let's go. Der hat einen Säure. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Säurewerfer. Ach, meine Truppe sieht jetzt richtig hübsch aus, ey. So richtig Augenkrebs. Moment, warte. Jetzt. Ich muss warten, bis der Kopf sich bewegt. Denn wenn dein Kopf sich bewegt, dann sehe ich das. Ich hoffe, du schießt deinem eigenen Typen jetzt nicht die Granate in den Rücken. Wie auch immer das passiert ist. Wow. Mit allen Schüssen vorbeigeschossen, ey. Das musst du auch erstmal schaffen. So, der verblutet. Der wird sterben, wenn er sich bewegt. Färbe die Truppe wie die Power Rangers ein. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Das war übrigens, hier. Wie hieß der Asiamann? Bruce Lee. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farben die Power Rangers alles waren. Weiß, Rot, Grün gab es auf jeden Fall, weil einer hatte einen Frosch. Witzigerweise war der Schwarze bei den Power Rangers nicht der Schwarze Ranger, sondern der Weiße später. Vor allem, witzigerweise. Muss mit dem abhauen. Au! Du warst so doof, Gegner zu sehen. Gelb war das eine, ich glaube, das amerikanische Mädel. War ja eh alles zusammengeschnitten.
Gut. Darauf habe ich übrigens spekuliert, dass da vielleicht die in Panik versetzt kriege. Deshalb bin ich auch nicht mehr weiter in Deckung gegangen. Außer mit dem einen, der wirklich ziemlich angefressen ist. Na toll, der hat natürlich keine Panik. Aber dich erwische ich. Säure. How does this work again? Ready. Moving. Bloop. Geht doch. Ich frage mich gerade, ob noch mehr Gegner kommen. Wenn ich den ersten Samen platziere. Samen platzieren. Obwohl, es war noch nie so. Ja, Gebiet gesichert, abgeschlossen. Oh. Warum? Nur wegen den 180 Säure? Ach komm schon, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey, das ist doch totaler Abfuck. Ein total normaler Gegner hat mich angespuckt mit Säure. Von einer Truppe, die volle Panzerung hat. Sorry.
kann ich halt nicht bringen. Ich kann mir keinen Verlust leisten. Aber wir hatten doch schon mal Säure. Und dann war die Rüstung weg und dann ist doch gar nichts mehr passiert. Warum ist das denn jetzt plötzlich, dass die Säure einfach den mit in einer Runde wegnudelt? Säure ist einfach OP, gab schon Beschwerden im Forum. Ja, ich hab da auch manchmal das Gefühl, dass die sich keine Gedanken machen, ey. Haben die das selbst mal gespielt? Wir machen das und das rein, das wird schon cool sein. Also wer meint, dass EA Beta-Tester ist, der muss ja hier bei den Phoenix Point-Entwicklern denken, dass der Alpha-Tester ist. Obwohl, das ist ein unfairer Vergleich, aber trotzdem. Da freut man sich schon auf die letzte Mission, ey. Wenn du wahrscheinlich 20 Typen hast mit Säurewerfer.